Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Kingdom Come Deliverance. Im letzten Part haben wir es uns mit dem Pfarrer ziemlich versaut, nachdem wir eine beschissene Predigt gehalten haben. Jetzt müssen wir halt auf anderen Wegen rausfinden, wie oder was wir über den hinkenden Heinz rausfinden. Dazu sollen wir den Schreiber kontaktieren. Ich dachte im letzten Part, das wäre der. Aber vermutlich ist der hier Schlösser knacken. Vielleicht ist er doch nicht hier oben. Wie könnte ich denn noch an den rankommen? Ist der hier? Nö. Ist hier einer? Das sieht aus wie ein Zimmer von einem Schreiber. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber hier oben, das könnte der Schreiber sein. Schreiber! Stell mal auf, Schreiber. Ich habe dich gerade geweckt, aber okay. Ich muss mir die schwarzen Chroniken ansehen, Friedrich. Und ich brauche eine Schmerzlinderung. Herr, erbarme dich meiner. Was kann ich für dich tun, außer einen Geistlichen zu holen? Ich sterbe ja nicht. Kann nur nicht aufstehen. Tut mir leid, aber ich bin den Mördern aus Neuhof auf der Spur und brauche die Namen derer, die mit dem hinkenden Heinz aus Uschitze verurteilt wurden. Ich erinnere mich nicht. Sobald ich etwas niederschreibe, ist es vergessen. Diese Namen sind äußerst wichtig. Kann ich dir irgendwie helfen, damit du wieder an die Arbeit gehen kannst? Solange ich nicht aufstehen kann, wird das nichts. Konjasch, der Apotheker, hat eine Salbe. Doch sie kostet ein Vermögen. Wenn du mir eine bringst, kann ich vielleicht mehr tun. Na gut. So, müssen wir es also bezahlen, indem wir ganz viel zahlen. Also, nee, tschüss. Vielleicht können wir den Apotheker irgendwie dazu bringen, uns das kostenlos zu geben. Vielleicht kriegen wir noch eine Chance. Ansonsten hätte ich halt die Predigt besser halten müssen. Aua. Ach ja. Der Apotheker. Wo ist denn der? Sorge, hier eine Salbe. Wo ist das? Ist doch hier irgendwo. Da hinten, Alchemist. Ist doch der hier, oder? Hallo? Apotheker. Gütiger Gott, du bist ja quietschfidel. Als ich dich das letzte Mal sah, dachte ich schon, ich müsste den Pfarrer kommen lassen. Ich bin wieder gesund. Ich fühle mich wie neu geboren. Freut mich, das zu hören. War das jetzt die clevere Antwort? Friedrich, der Schreiber, braucht Salbe für seine Gelenke. Schon wieder? Er hat erst kürzlich welche geholt. Er muss sparsamer sein. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht zu viel nehmen, sonst bekommt er noch... Ach, was soll's. Je älter er wird, desto törichter. Hat er dir gesagt, dass sie teuer ist? Du kannst dich gerne umsehen. Was heißt denn teuer? Wegen der Schulden. Welche Schulden? Wegen der Schulden. Welche Schulden? Warum haben wir da 50 Groschen Schulden? Ich werde ein Weilchen brauchen. Ich verstehe. Es eilt nicht. Ich bin mir sicher, du bist ein ehrbarer Mann. Ich weiß, warum haben wir Schulden bei dem? Welche Salbe braucht er denn? Welche sind die teuerste? Das sind Bücher. Retterschnaps? Die sind ja arschteuer. Wollt ihr nicht schlafen gehen? Liegt die hier irgendwo? Was brauchen wir denn? Questlog? Besorge die Gelenksalbe. Ja, welche denn? Glück und Gesundheit. Ja, die auch, aber... Friedrich, der... Schon wieder? Ach, was soll's. Ja, welche ist denn das? Hä? Okay. Lass uns handeln. Ja, Verdauung. Wermutgeist, was sagten die? Ein bitterer Kräuterschnaps, der Venen mit Stärke erfüllt. Deine Stärke, ja, das ist Verdauungstrank, Trank der Baden, Schlaftrunk. Salbe, das da braucht er. 77, das geht aber noch. In den Warenkorb. 77, also klar, 77 ist teuer. Kann man so sagen, wir haben noch ein paar Retterschnaps. So werden wir die los. Wir können ja dann so gucken, wie wir das Geld loswerden. Ja, guck mal. Wobei, komm, wir gucken erstmal, was wir handeln können. Wir feilschen natürlich. Und jetzt noch ein bisschen nach unten. Nun, versuchen wir es. Wie wär's mit 60? Ich weiß nicht, wie gut ich bin. Weil du es bist. Du bist ein Knauser.
63? 64. Na schön. Und jetzt? Nun, etwas mehr und der Handel steht. 66. Weil du's bist. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Wie viel war der Originalpreis? Keine Ahnung. Na gut, 66 geht, glaube ich, noch dafür, dass wir die Quest verkackt haben. So hätten wir es halt kostenlos haben können. Wir können hier noch Sachen verkaufen. Wir haben ja auch noch Sachen dabei, glaube ich, vom Schmied. So eine billige Axt zum Beispiel. Wo war der jetzt? Ich habe schon wieder vergessen, wo der war. Hey, warte mal, hier ist immer richtig. Da hinten war es, gell? Wir müssen nach hinten und dann hoch. So war das in etwa. Ein anderer, ach doch, es gab, glaube ich, einen anderen Weg. Ja, komm, die Ausdauer hast du noch. So, hier, bitteschön, deine Salbe. Gott sei mit dir. Und mit dir. Hier, deine Salbe. Hast du deine Salbe. Und du hattest recht, sie ist nicht billig. Ich weiß, Junge. Ich verwende sie seit Jahren. Ja, gut. So, jetzt aber. Dürfte ich einen Blick in die schwarzen Chroniken werfen? Nun, eine Hand wäscht die andere. Komm, und ich zeige dir unsere schwarzen Chroniken. Das ist wahrlich eine Wundersalbe. Du hast sie noch nicht einmal aufgetragen und schon wirkt sie. Der Glaube ist der beste Heiler. Allein beim Gedanken an die Linderung geht es mir besser. Und einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Komm mit, mach's gut. Die klaue ich wieder zurück. Der hat uns verarscht. Ach, hier ist Essen. Sakrament. Sakrament. Was sind sie? Wo sind die jetzt? Könntest du etwas für mich nachschlagen? Ich kann nämlich nicht... Du kannst nicht lesen, wie? Also, wonach suchst du? Ich versuche, die Halsabschneider von Neuhof aufzuspüren und brauche die Namen der Spießgesellen vom hinkenden Heinz aus Uschitze. Hm. Lass mich nachsehen. Gott behüte dich. Hoffentlich hat er was. Wo musst du hin? Da, okay. Mal schauen. Was haben wir denn hier? Ist ein Glockenturm oder was? Könnte einer sein. Öffnen? Darf ich das mitnehmen? Da stand nicht klauen dran, gell? Also, das die Kummer. Okay, das sind wahrscheinlich nur Hinweise. Ich dachte, das sind vielleicht Fertigkeitsbücher. Ja, brauchen wir jetzt. War das ein Huhn? Öffnen. Aber auch nichts Spannendes, wobei die könnten wir verkaufen, wenn wir die mitnehmen dürfen. Hallo? Also, hast du den hinkenden Heinz im Buch gefunden? Ja. Neben Heinz ist von Anton aus Vlaschim und Hinek aus Ledetschko, genannt Stinker, die Rede. Ledetschko? Das ist einen Katzensprung entfernt. Oh ja, gewiss näher als Vlaschim. Danke für die Hilfe. Danke für die Salbe. Okay. Mach's gut. Dann haben wir jetzt Infos, die haben wir uns teuer erkauft. Können wir jetzt, also hier steht nicht klauen dabei, ich würde mal speichern, aber ich glaube, das ist okay, wenn wir die Sachen mitnehmen, oder? Ja, gut, dann machen wir halt ein bisschen Geld damit. Ich sag mal so, irgendwie, du bist in einem privaten, willst du mich verarschen? Ich habe dem Typ gerade geholfen, ich sollte der Ehrengast sein. So, Rüstung konnten wir hier verkaufen. Ich nehme mal... Spüre Stinker auf. Ich nehme mal kurz hier die ganzen Sachen aus dem Pferd. Ich kann die nicht nehmen, gell, weil ich zu schwer bin dann. Nee. Doch? Nee, warum kann ich die nicht? Ich muss beim Pferd stehen, oder was? Komm. Sonst habe ich keinen Plan. Nein? Warum kann ich die nicht nehmen? Inventar. Edler. Die kann ich nehmen. Nee. Ins Inventar. Warum kann ich die nicht nehmen? Also. Hey, okay, muss ich jetzt nicht verstehen. Moment, das Fleisch kann man, glaube ich, auch verscherbeln, weil ist abgelaufen. Aha, und wir haben noch das ganze Leder. Gut, dann verkaufen wir mal kurz. Gibt's noch irgendwas, was dabei stärker ist? Arbeitshemd? Schlechter. Filzhut ist schlechter. Gelbes Hemd. Scheiße. Langes Leinhemd? Nö. Leinding auch nicht. Der Strohhut. Hätte man sich denken können. Und der Wappenrock. Macht zwar Charisma hoch, aber naja. Gut, können wir verkaufen. Hallo, Rüstmeister. Gott sei mit dir. Und mit dir.
Lass uns handeln. Waffen, Rüstung, nee, ich würde gern verkaufen. Rüstung. Nein, ich meine. So. In den Warenkorb mit E. 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 Langes Leinenhemd, Strohhut, das, Warenkorb. Wie viel ist denn da drin? 59 ist fast das, was wir raus haben. Dann feilschen wir noch ein bisschen. Vielleicht kriegen wir dann zumindest die Salbe. Ja. Gutes, warum nicht? Wollte er nicht mehr sagen. Wie wäre es mit 75? Weil du es bist. Was haben wir gezahlt? Ich hab's schon wieder vergessen. Du bist ein Knauser. Ja. Ja, zumindest kommt er mir entgegen. 73. Sind wir uns einig? Oh, scheiße. Immer noch zu viel. 69? Endlich eine vernünftige Summe. Ruf verbessert, sehr schön. Dann gehen wir jetzt noch zu dem Waffenhändler. Und verscherbeln da die Axt und... Ja. Was hatten wir noch? Axt und noch irgendwas. Irgendwie fühlt es sich gerade ruckelig an. Ich glaube aber wieder, das könnte auch an meinem Monitor liegen. Oder dass er das Ganze noch aufbaut. So, öffnen. Hier darf ich nicht sein, scheiße. Hallo. Wer ist der Ladenwache? So, der hat eine eigene Wache. Schwertschmied, hallo. Gott sei mit dir. Und mit dir? Ich würde gern verkaufen. Will Gott über dich wachen. Ja, über dich auch. Die Axt zum Beispiel. Und ich glaube, den Knüppel hauen wir auch weg, oder? Ich glaube, der ist scheiße. Den kann man... Ach, wir haben sogar zwei. Dann werf nur mal einen weg. Nein. Bin zu dumm sogar dafür. So. Falschen. Lässt sich was am Preis machen? Warum nicht? Dann, zeig mal her. 16,5 ist doch fair. Sind wir uns einig? Das ist es mir nicht wert. Kann ich eigentlich immer aufs Maximum gehen oder erhöht sich damit das Gesicht? Boah, der hat ja gar keinen Bock. 15. Ist das genug? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Kann ich nochmal 15 machen? Das ist Zeitverschwendung. Hey, wo ist mein letztes Angebot? Ja, komm. Ja, jetzt zahlt er weniger, gell? Dann verkaufen wir es woanders. Verkaufen wir es oben beim Schmied. Hat er halt Pech. So, Pferd? Wo ist es? Wo müssen wir eigentlich hin? Ach, wir müssen nur dahin. Okay, das ist nahe. Das ist eigentlich wirklich nahe. Gut, dann gehen wir noch kurz zum Schmied. Pferd? Ach, da bist du. Dann zu meinem Freund den Schmied hoch. Da haben wir Schild und Axt gekauft. Ich weiß immer noch nicht, ob das ein guter Tausch war, aber ich glaube, haben wir schon mal seitdem uns geprügelt. Mit Schwert. Mit Waffe. Ich glaube nicht, gell? Na gut. Hier runter. Muss die Axt eigentlich geschliffen werden gerade? Nö. Schmied. Du bist der Schmied, gell? Ja. Guten Tag. Wie kann Guten ich Tag. Ich würde gern... Alles Gute. Warum kann ich nicht verkaufen? Oder kaufen generell? Jetzt vielleicht? Gott behüte dich. Okay. Verkaufen, Waffen, Axt, Axt und ein Knüppel. Hier könnten wir auch Pfeile und so kaufen, falls wir brauchen. Falschen, was kannst du mir dafür geben? Reden wir über den Preis. Klar, warum nicht? Wie wär's mit 15? Sind wir uns einig? Du bist ein Knauser. Du bist ein Knauser. 14? 14? Dann vergiss es. Ey, komm. Also wollen die mir... Was ist denn mein Ruf jetzt? Spieler? Ruf? Partei? 3? Oh, nur noch. Neuhof sind wir sogar angesehener. Und in Scarlitz besonders, aber da gibt's keinen Händler mehr. Na komm. Lass uns handeln. Möge Gott über dich wachen. Verkaufen, Axt. Vor allem der verkauft ja auch Äxte. Achso, ich wollte Waffe.
Noch ein Knüppel, komm. Was gibt er mir jetzt? Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Ja, komm. 13. Sind wir uns einig? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Bis wohin geht das Gesicht? 12,5. Sind wir uns einig? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Der geht hier gar nicht hoch. Ja, gut. 12 habe ich mir selber zuzuschreiben. Ich hätte 13 nehmen können. Aber zumindest der Ruf verbessert. Gut, dann gehen wir jetzt da, glaube ich, am besten dorthin, gell? Für die kurze Strecke reisen wir mal. Weil ich glaube, das ist schneller. Trotzdem, ja doch, wahrscheinlich schon. Und in der Stadt sollten wir nicht überfallen werden, sage ich mal so. Und dann müssen wir Stinker finden. Wahrscheinlich hätte und gewinne das Turnier, wenn du kannst. Ja, das wollte ich auch gar nicht. Aufgabe fehlgeschlagen. Ja, gut. Ja. Das sind Quests, die dürfen fehlschlagen. Oh, das war. Ich hol mein. Ja, komm. Egal. Machen wir doch hier. Das sind Quests, die dürfen fehlschlagen. Das sind ja auch immer. Die kommen ja, glaube ich, immer wieder neu. So Turniere. Wahrscheinlich einmal pro Woche. Also pro Ingame-Woche. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Weil irgendwie muss ja eine Kontinuität bewahrt werden. Und so könnte man das ganz gut machen, indem man sagt, alle 7 Tage. Wenn ich jetzt Spieleentwickler wäre, würde ich es zumindest so machen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier hoch, oder? Ja. Boah. Ja. Die Mauer sieht recht spektakulär aus, möchte ich mal sagen. Von hier aus zumindest. So, wahrscheinlich treffen wir gleich schon Stinker. Wer könnte Stinker sein? Was für ein Typ? Hinkne Heinz war ein Typ, der hinkte. Der hinkte Stinker? Vielleicht ein Obdachloser? Möglicherweise. Oder ich interpretiere da zu viel rein. Aber Stinker, wenn das so offiziell in diesen schwarzen Chroniken stand, vielleicht ist da dann was Wahres dran. Hallo. Ich bin die Wache, die der Infos braucht. Beste Grüße. Ich suche nach einem Kerl namens Stinker. Kennst du ihn? Du meinst Hinek? Den Sohn des Gerbers? Weißt du, wo ich ihn finden könnte? Keinen Schimmer. Versuch's beim Haus der Seinigen. Allerdings verbringt er kaum Zeit dort. Okay, kennst du ihn? Du kennst diesen Hinek also. Die Redekunst verbessert, sehr schön. Kannst du mir etwas über ihn erzählen? Ehrlich gesagt nicht viel. Die meisten aus dem Dorf meiden ihn wie die Pest. Wieso das? Niemand, der eine Nase hat, verbringt gern Zeit mit Gerbern. Außerdem deswegen Stinker, okay. Mit allerlei Gewürm. Hab noch nie was Gutes über ihn gehört. Das ist schade. Was kannst du mir über den alten Gerber sagen? Er ist so kratzbürstig wie eine tollwütige Katze. Redet mit niemandem. Vielleicht ja mit uns. Warum wird Hinek eigentlich Stinker genannt? Nun, er ist ein Gerber. Wenn du je in seinem Windschatten stehst, wirst du es schon merken. Gerben ist nichts für schwache Mägen. Wahre Worte. Doch nicht jeder Gerber wird mit solch einem Spitznamen beehrt. Nun, Hineks Art ist nicht viel besser als sein Geruch. Weshalb ist er so in Verruf? Tja, wie sein alter Herr ist er nicht sonderlich redselig. Und dann treibt er sich auch noch dauernd irgendwo rum. Soll in Ratei wegen Diebstahls am Pranger gestanden haben. Und in Neuhof soll er sich mit seinen Kumpanen um den Verstand gesoffen und ein paar Händler verdroschen haben. Oha. Klingt nach mehr als bloßem Übermut. Ja, wir sind ehrliche Leute. Und einen wie den können wir hier nicht gebrauchen. Erzähl mir nicht, dass es keinen neue Stufe. Er wurde mit einem Frauenzimmer aus dem Badehaus gesehen. Ich glaube, sie heißt Adela. Okay, danke dafür. Mach's gut. Ja, dir auch noch einen schönen Tag. So, dann gehen wir doch mal zu. Sprich mit Stinkers Vater. Ich denke, der wird uns jetzt wenig weiterhelfen, aber wir tun unser Bestes. Vielleicht können wir ihn ja überzeugen mit Redekunst. Oder wir verkacken es wieder, wie beim Pfarrer. Kann man da irgendwie eine Quest, weil man Scheiße gebaut hat, zum Beispiel bei sowas wie Charisma und so verkackt hat, auch komplett verkacken? Wahrscheinlich schon. Ich hoffe, das wird mir nie passieren. Ich
Weil jetzt hatten wir ja zumindest noch die Wahl, Stinker aufzuspüren. Hallo, Gerber. Beste Grüße. Ich suche deinen Sohn. Ich suche deinen Sohn. Irgendeine Idee, wo er stecken könnte? Ich weiß überhaupt nichts. Weißt du wenigstens, wohin er für gewöhnlich geht? Es ist wichtig. Enik lässt sich alle Jubeljahre mal zu Hause blicken. Also weiß ich nicht, wo er sich rumtreibt. Und selbst wenn ich's wüsste, warum sollte ich's jedem Hinz und Kunz erzählen? Mit wem ist er denn befreundet? Weißt du wenigstens, mit wem er befreundet ist oder mit wem er sich trifft? Soviel ich weiß, wechselt keiner hier im Dorf ein Wort mit ihm. Mir kam zu Ohren, dass er ein Zubermädchen trifft. Vielleicht. Umsonst bekommt er es nicht. Also wird er wohl zu den Bädern müssen. Okay, ich bin ein Gesandter von Herazzi. Oh, wow, wir haben nur zwei. Wir müssen es auf jeden Fall mit der Redekunst versuchen. Charisma bringt ja gar nichts. Dein Sohn ist dabei, seinen Karren tief in die Scheiße zu fahren. Ich möchte ihn warnen. Nichts Neues. Er steckt ständig bis zu den Ohren in der Scheiße. Dieses Mal wird er einen Kopf kürzer gemacht. Er hat sich mit gefährlichen Leuten eingelassen. Ich muss ihn finden. Also gut. Er war vor ein paar Tagen hier, ist aber sofort wieder weg. Sah aus, als ob er es eilig gehabt hat. Und du weißt nicht, wohin er gegangen ist? Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, wohin genau. Zu dem Mädchen? Enik verdient mit der Wilderei was nebenher. Er hat ein paar Mal vor mir geprahlt, was für ein tolles Versteck er in den Wäldern entdeckt hat. Aber er hat mir nie verraten, wo es ist. Nun, das ist zwar nicht viel, aber besser als nichts. Danke. Ja, können wir eigentlich uns irgendwie Zauber machen? Was wilderer Versteck? Hast du denn keine Vermutung, wo sich dieses Versteck befindet? Ach so, eine Vermutung. Könnte? Ich weiß wirklich rein gar nichts drüber. Wusste nur, wann er von dort gekommen ist, mehr nicht. Wie das? Weil er immer ein paar Felle zum Gerben und Münzen mitgebracht hat. Ja, die Münzen irritieren mich auch gerade. Er hatte Geld, weil er das Zeug sofort weiterverkauft hat? Schätze, ja. Hat nie was von der Beute hier gelassen. Weißt du, wem er sie verkauft hat? Nein, aber der Schankwirt kam ab und an vorbei und gab ihm Geld. Natürlich hätte es für Fleisch sein können. Gut, ich frage beim Gasthaus nach. Das ist schon mal eine Info. Ich muss mehr wissen. Ich glaube, er hat uns schon viel gesagt. Ich glaube, nützlichere Sachen kommen da nicht raus. Wobei, vielleicht bringt das Redekunst. Deswegen, vielleicht hat er noch was. Ich würde mit dir gern über deinen... Ach so. Nee, das hatten wir schon. Hast du denn... Ich weiß wirklich... Wie das? Weil er immer... Ja, ich muss was mehr wissen. Nee, wahrscheinlich nichts, ja. Ich schwör's bei Gott, mehr weiß ich nicht. Enik hat mir nie was gesagt. Dir musste etwas aufgefallen. Ja, das vielleicht ist was aufgefallen. Ich weiß, er hat mit dir nie darüber geredet. Aber dir muss doch etwas aufgefallen sein. Wie lang war er fort? Welche Kleidung trug er? Wie sah er aus, wenn er zurückkam? Irgendwas. Nun ja, er kam und ging zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich weiß wirklich nicht. Außer vielleicht, wenn er heimkam, war er von Dornbüschen zerkratzt und hatte Blätter und Matsch an sich kleben. Also ging er womöglich durch dichtes Unterholz, um diesen Ort zu erreichen. Schätze, ja. Was weiß ich schon. Okay, das hat wirklich noch was gebracht. Dankeschön. Was hast du hier zu suchen? Such bitte, ihn zu finden. Keine Sorge, ich gebe mein Bestes. Geht ja auch um einen aufgeklärten Mord. Ja. So, wartet mal. Was sagen denn die Quests? Die sagen, wir sollen erst hier anscheinend alles abklappern. Spür Stinker auf. Das A ist nur so, gell? Der wird jetzt nicht hier irgendwo sein. Glaube ich. Wer bist du? Watzek. Gut, dann gehen wir mal zu B. Ja. Wo ist der Schankwirt? Wird wahrscheinlich der Schankwirt sein. Ja, maybe. Ja. Ja, Unterkunft, dann denke ich, hier ist der Schankwirt. Pass auf! Um Himmels Willen, hier sind Leute! Ja, das ist mir gerade auch aufgefallen. So plötzlich irgendwie. Müssen, glaube ich, hier hoch. Okay. Da habe ich anscheinend die falsche Person gehabt. So, Wirt. Hallo. Gelobt sei Jesus Christus. Dass die alle immer mit Jesus Christus haben. Stinker. Ich möchte mich wegen Hinek erkundigen, dem Gerbersohn. Dann frag woanders. Ich habe nichts mit Stinker zu schaffen. Er Doch. Würde mir nur die Gäste vergraulen. Ach, da habe ich was anderes gehört. Nämlich, dass ihr beide Geschäfte macht. Wer bist du überhaupt? Ein Freund von Hinek. Er ist verschwunden und ich muss ihn finden. Ich weiß nicht, wo er ist.
Aber wenn du den Bastard findest, dann sag ihm, dass er mir noch Waren schuldet. Welche Waren denn? Was schuldet er dir denn? Wir fragen erst nach. Was ist damit? Was, wenn ich seine Schulden begleiche? Würdest du mir dann sagen, was ich wissen will? Ich schätze, das wäre in Ordnung. Nee, das habe ich nicht. Boah. Bevor er verschwand, habe ich ihm 5 Hasen im Voraus bezahlt. Habe ich Wild dabei? Wir können das gleich klären. Zufälligerweise habe ich Wild dabei. Dann zeig mal her. Mhm. Ah ja. Ja, abbrechen, wir müssen ja. Hast du Wild oder nicht? Leider nicht. Jetzt kann ich... Ich muss dem jetzt Wild... Ich sollte einfach in Zukunft auf... Oder kann ich ihn jetzt nochmal anquatschen? Ich hätte dies... Ich will doch was anderes machen. Ich dachte... Hast du Wild oder nicht? Normalerweise kann man den doch jetzt über... Gut, das heißt, wir dürfen wieder jagen gehen. Juhu, 60 Stück. Wie viele Hasen sind denn das? Pferd? Oh. Mhm. Wo ist denn der nächste Wald? Habe ich Pfeile dabei? Ja, ich habe noch ein paar, gell? Wir könnten... Ist da oben ein Wald? Ja. Anscheinend. Ist da ein Wald, hä? So, dann gehen wir kurz hier rüber. Und rennen halt in den Wald, in der Hoffnung auf ein paar Hasen. Aber ist vielleicht die günstigere Alternative tatsächlich. Wenn der jetzt Geld gewollt hätte. Aber vielleicht hätten wir ihn auch überzeugen können. Dann wäre es wahrscheinlich kostenlos gewesen. Ich bin einfach... Wahrscheinlich war das die Möglichkeit, wenn man es verkackt hat. Und ich war so dumm und habe die gleich genommen. Ach ja. So, ich rüste schon mal einen Bogen aus. Ich weiß nicht... Denk mal nicht, dass wir es heute noch schaffen werden, aber man kann hier gucken. Ja. Na komm. Hasen gibt's vermutlich in jedem Wald. Würde ich hoffen, sonst gehen wir in den Wald, wo wir zuerst gejagt haben. Aber ich müsste wahrscheinlich auch ein bisschen leiser sein. Ja. Wobei, so können wir halt ein größeres Gebiet gleich durchkämmen. Ja. Wenn ich jetzt halt wüsste, ob es wirklich überall Hasen gibt. Am Ende vergeuden wir Zeit. Wobei, ein Hase sollte uns ja schon unterkommen. Selbst wenn der wegläuft, müssten wir ihn ja sehen. Ja. Ja. 60 Fleisch brauchen wir. Das habe ich mir gemerkt. Wo sind wir denn gerade? Das ist sogar der Wald, in dem wir waren. Ja, ein bisschen woanders, aber... Ja. So im Groben... Pferd, danke. Im Groben ist das der Ort. Frag mich halt auch, ob das schnell genug rendert. Die Hasen. Vielleicht rendern die auch nur, wenn ich nicht mit dem Pferd unterwegs bin. Aber manche Sachen ploppen ja nur so auf. Ja, das sieht interessant aus. Gucken wir mal kurz, vielleicht. Und dann gehen wir vielleicht zu Fuß. Waldgarten. Sammeln. So. Wir sammeln einfach alles. Im Notfall. Kräuterkundler. Schön. Ganz einfach mal eine Stufe aufsteigen. Wird wahrscheinlich gleich noch eines sein. Ja, wobei wir haben schon ein, zwei Sachen mitgenommen. Ich hoffe, die Person findet uns nicht gleich, die das angebaut hat. Die wird sonst richtig wütend. Aber na gut. Wir haben ja keine Wahl. Oh, was? War das Minze gerade? Nee, oder? Ich sollte genauer lesen. Doch, Minze. Oh Gott, das ist ja alles, was zum Einsammeln. Das erkennt man ja gar nicht. Na gut. Na gut. Noch ein Level Up. Nehme ich mit. Hat sich also schon gelohnt. Es ist nur ruhig ohne Musik.
So, noch ein bisschen Minze. Und noch ein bisschen Minze. Ratet mal, was wir jetzt einsammeln. Minze. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Minze. Hier auch noch. Da ist noch eins, habe ich gerade gesehen. Vielleicht haben wir es ja dann. Nein. Also, Minze. Ich weiß noch nicht, wofür wir es brauchen, aber das wird uns später mal den Arsch retten. Das kann ich euch jetzt schon sagen. im Notfall für Geld. Und wird wahrscheinlich auch nicht viel wiegen, so eine Pflanze. Ach, hier haben wir auch noch so einen Beiwall. Was? Irgendwie. Tollkirsche. Ich weiß, Tollkirsche wird in der... wo wird die benutzt? Okay, ich weiß es doch nicht. Irgendwo wird die in der Medizin benutzt. Bei alternativen Heilmethoden. Ich glaube für Durchfall. Ich weiß es aber nicht. Achso, habe ich jetzt alles? Oh, es wird gerade dunkel. Also vielleicht sollten wir da abwarten, bis wir jagen gehen. Naja, das schauen wir im nächsten Part, weil der Part ist für dieses Mal rum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat er gefallen. Bis zum nächsten Part. Habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss.